Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 26 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Heute soll es um ein Gedicht gehen des berühmten englischen Lyrikers Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan. Ich lese das Gedicht erst in Englisch und dann in Deutsch. Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan, or A Vision in a Dream, a Fragment. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alph, the sacred river, ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills enfolding sunny spots of greenery. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover, a savage place, as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. And from this chasm, with ceaseless turmoil seething, as if this earth in far thick pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift, half-intermitted burst, huge fragments vaulted like rebounding hail or chaffy grain beneath the thresher's flail. And amid these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river. 5 miles meandering with a mazy motion, through wood and dale a sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song, to such a deep delight it would win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice. And all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware, his flashing eyes, his floating hair. Weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honeydew has fed and drunk the milk of paradise. In Xanadu ließ Kubla Khan ein stattliches Lustschloss errichten, wo Alph, der heilige Fluss, lief durch Cavern unermesslich dem Menschen hinab zu einem sonnenlosen Meer. So wurden 2x5 Meilen fruchtbares Land mit Mauern und Türmen umgürtet, und dort waren Garten, blinkend mit gewundenen Bächen, wo zahlreich ein weihrauchträchtiger Baum blühte. Und hier waren Wälder, alt wie die Hügel, die sonnige Flecken grüner Lichtungen in sich bargen. Aber ach, diese tiefe romantische Kluft, die schräg abfiel den grünen Hügel hinab, quer durch ein Zederndach. Ein wilder Ort,
so heilig und verwunschen, wie er je unter einem abnehmenden Mond ward heimgesucht von einer Frau, die um ihren Dämonengeliebten weinte. Und aus dieser Kluft, in unaufhörlichem Aufruhr kochend, als ob diese Erde in schnellem, schwerem Keuchen atmete, ward ein mächtiger Springquell je emporgetrieben, inmitten dessen raschen, stoßweisen Ausbrüchen riesige Brocken wirbelten wie prasselnde Hagel oder wie spreuendes Korn unter dem Dreschflegel. Und inmitten dieser tanzenden Felsen plötzlich und ewig schoss je empor der heilige Fluss. 5 Meilen meandrierend in labyrinthischem Lauf durch Wald und Tal lief der heilige Fluss, erreichte dann die Höhlen unermesslich dem Menschen und sank im Tosen zu einem leblosen Ozean hinab. Und inmitten dieses Tosens hörte Kublai von fern Vorväterstimmen prophezeiend Krieg. Der Schatten von dem Lustschloss floss in der Mitte auf den Wellen, wo das vermengte Metrum zu hören war von dem Springquell und den Höhlen. Es war ein Wunder von seltener Kunstfertigkeit, ein sonniges Lustschloss und Höhlen von Eis. Ein Mädchen mit einer Zither sah ich einst in einer Vision. Es war eine äthiopische Maid, und auf ihrer Harfe spielte sie und sang vom Berg Abora. Könnte ich in mir wieder beleben ihren Wohlklang und Gesang? Ein solch tiefes Entzücken würde es mir bereiten, dass mit Musik laut und lang ich dieses Schloss in die Luft bauen würde, dieses sonnige Schloss, jene Höhlen von Eis. Und alle, die zuhörten, sollten sie dort schauen, und alle sollten rufen, gebt Acht, seine flammenden Augen, sein fließendes Haar, webt einen dreifachen Kreis rund um ihn und schließt eure Augen in heiligem Schauer, denn an Honigtau hat er sich gelabt und getrunken, die Milch des Paradieses. Ein wunderschönes Gedicht, das ich seit meiner Schulzeit kenne und damals auch auswendig gelernt habe. Samuel Taylor Coleridge, geboren am 21. Oktober 1772 in Devon, gestorben am 25. Juli 1834 in London, Highgate. Englischer Dichter, Kritiker, Philosoph, hat zusammen mit William Wordsworth und Robert Southey die sogenannten Lake Poets ausgemacht. Sein berühmtestes Werk ist eine Ballade geworden, The Rime of the Ancient Mariner, 1798 erschienen. Er war der Sohn eines Pfarrers und kam nach dem Tod seines Vaters auf ein Internat in London, litt sehr früh schon unter Rheumatismus und nahm bereits 1791 dagegen Laudanum. Im selben Jahr kam er nach Cambridge und wie alle Studenten in jener Zeit machte er Schulden. Schließlich wurde er sogar exmatrikuliert und ging kurzfristig zur Armee, wo ihn dann die Familie zurückholte nach Cambridge, weil das nichts für ihn war. Dort lernte er dann auch Robert Southey kennen und sie machten gemeinsam Pläne, eine idealistische Kommune in Pennsylvania zu gründen. Das war so ein Gedanke, den viele in jener Zeit hatten, nach der amerikanischen Revolution und dem Aufbruch jener Welt in den späteren Vereinigten Staaten. 1795 heiratete er und ein Jahr später brachte er seinen ersten Gedichtband heraus. In dem Jahr kam auch sein erster Sohn auf die Welt. Er zog nach Somerset um, befreundete sich mit William Wordsworth und dessen Schwester
Und das in diesem Jahr, und das gilt auch als der Ursprung der sogenannten englischen Romantik. Ein Jahr später, 2 Jahre später, 1798, gaben sie beide, Wordsworth und er, einen gemeinsamen Gedichtband heraus, in dem auch eben The Rime of the Ancient Mariner erschien. Um diese Zeit schrieb er auch das Gedicht Kubla Khan, um das es im Folgenden gehen soll. 1798 machten beide eine Reise nach Deutschland und lernten dort die Literatur der Deutschen kennen: Schlegel, Schelling, Kant, Lessing und Schiller. Und der deutsche Idealismus, die deutsche Philosophie beeindruckte sie sehr stark. Coleridge übersetzte Werke Schillers, Wallenstein, ins Englische. Er machte sich an eine Lessing-Biografie. Das war ganz entscheidend für ihre Denke. 1800 zog er dann um in den Lake District, in die Nähe zu Wordsworth, bekam gesundheitliche Probleme und Eheprobleme. Seine Frau war wohl sehr eifersüchtig und seine Opiumsucht entwickelte sich weiter. 1804 nahm er eine Stelle auf Malta an für die britische Zivilverwaltung, reiste dann über Sizilien und Rom zurück nach England und kam dort 1806 wieder an. In dem Jahr trennte er sich von seiner Frau und wohnte dann zusammen mit Wordsworth in einem Haus. 1808 folgten Vorträge in London über Poetry und Shakespeare, die ihn berühmt machten. Und er wurde in jenen Jahren zunehmend politisch konservativ. Es drohte natürlich auch die napoleonische Gefahr und in Kriegszeiten ändern sich die politischen Meinungen sehr vieler Menschen. 1810 kam es dann zu einem Konflikt mit Wordsworth und 3 Jahre später erlebte Coleridge einen körperlichen und psychischen Zusammenbruch. 1816 übersiedelte er nach London. Es kam dann nochmal zu einer Versöhnung mit Wordsworth. Coleridge publizierte gesellschaftstheoretische, philosophische, literaturtheoretische Texte und die machten ihn auch bekannt. 1828 reisten beide nochmal zusammen nach Deutschland und dort begegnete Coleridge persönlich Friedrich Schlegel. Er starb, Coleridge, am 25. Juli 1834, wie gesagt, an einem Herzversagen. Kubla Khan. Worum geht es in diesem Gedicht und was ist die Geschichte dieses Gedichtes? Das ist ein Gedicht, das heiß geliebt wird von den Engländern und Rätsel umwoben ist. Schon seine Entstehungsgeschichte ist außergewöhnlich. Und zwar heißt es, so schildert es auch Coleridge, er habe im Herbst 1797 einen einsamen Spaziergang gemacht nahe des Bristol Channel, ja, das ist an der Westküste von England, eine Meerenge, in die der Fluss Severn mündet. Und anschließend habe er sich erschöpft in ein altes Bauernhaus geflüchtet. Dort habe er 2 Gran Opium genommen gegen seine Dysenterie und sei in einen Opiumschlaf gefallen. Während er ein altes Reisebuch gelesen habe von Purchas aus dem Jahr 1617. Und Stunden später sei er erwacht und habe ganz viele Bilder im Kopf gehabt, die er sofort niedergeschrieben habe, ohne zu nachzudenken, einfach so in einem Fluss, der nicht unterbrochen wurde, bis dann an seine Tür ein Besucher klopfte und die Realität zurückbrachte. Und dieser Besucher hielt ihn längere Zeit auf. Und als er ging, war Coleridge unfähig, wieder in diesen Traum, in diesen Opiumtraum voller Bilder zurückzukehren und war unfähig, das Gedicht fertig zu schreiben, sodass es eben ein Fragment geblieben ist, aber ein formvollendetes Fragment moderner Poesie.
das wirklich außergewöhnlich ist. In dem kleinen Museum im Lake District hört man auch dieses Gedicht, das ständig sozusagen im Hintergrund abläuft. Ich kann Ihnen auch empfehlen, auf YouTube hören sich die englische Rezitation von Benedict Cumberbatch an über Kubla Khan. Also ein Gedicht von Opium induziert, das ich wiederhole nun einmal die Bilder, dass Sie die ich noch mal vorstellen. Ein Gedicht, das in einem fernen Land spielt, in China, und zwar in einer Vergangenheit, in der Zeit der Mongolenherrschaft von Kubla Khan, dem Enkel Chinggis Khan, also einem grausamen Krieger, er selbst auch ein grausamer Krieger, der aber nun in Xanadu einen Sommerpalast erbauen lässt. Ein Palast, der noch in Ruinen lange Zeit zu sehen war, nördlich von Peking in der inneren Mongolei. Und dieser Palast ist für die Menschheit zum Synonym für Pracht und Reichtum geworden, ein Lustschloss, ein paradiesisches Schloss. Und nun versetzt Coleridge dorthin einen Fluss, den Fluss Alf. Man hat lange gerätselt, was das bedeuten könnte, und gemeint, es könnte auf den griechischen Fluss Alpheus anspielen, um den sich ein mythischer Fluss, um den sich eben ein Mythos rankt, der Mythos von dem Jäger Alpheus, der eine Nymphe liebt, sie verfolgt. Sie verwandelt sich in einen unterirdischen Fluss, versteckt sich vor Alpheus. Er strömt ihr nach, verwandelt sich selbst in einen Fluss, und die beiden vereinigen sich dann und fließen gemeinsam ins offene Meer. Also ein unterirdischer Fluss, nun in einer griechischen Antike, das mythologische Griechenland mit dem mythischen Asien verbindet. Ich denke, dass es nicht zufällig auch ein Fluss war, der den Namen Alf getragen hat, denn das klingt schon auch sehr nach Alpha, dem ersten Buchstaben im hebräischen Alphabet, also nach etwas, was nach Sprache klingt, nach dem, was ein Dichter nun eben formvollendet beherrschen muss. Und nun fließt durch diese sagenumwobene chinesische Landschaft ein heiliger Fluss durch unterirdische Höhlen in Richtung eines sonnenlosen Meers, weil es ja eben unter der Oberfläche keine Sonne gibt. In Dunkelheit und durch Höhlen, die für die Menschen nicht zu ermessen sind, unermesslich tief. Oben auf der Oberfläche der Lustpalast in einem fruchtbaren Land mit Bächen, mit wo es duftet nach Weihrauch, Weihrauch auch eine heilige Pflanze natürlich, wo es Wälder gibt und sonnige Lichtungen, Zedern. Und mitten in diese oberflächlich paradiesische Landschaft eröffnet sich nun ein Romantic Chasm, also eine romantische Kluft, Schlucht, die wild ist und heilig, verwunschen und so wild, dass man sich da vorstellen kann, dass bei einem abnehmenden Mond eine Frau klagt über den Tod ihres Demon-Lover, ihres dämonischen Geliebten. Also eine schauerliche Klage ertönt da bei dem abnehmenden Mond. Und aus dieser Kluft nun, aus dem unterirdischen Fluss, kocht es empor, die Erde scheint zu atmen, zu keuchen. Ein Springquell kommt nach oben, eruptiv, stoßweise, schleudert er Felsbrocken empor und feinere, kleinere Steine, die wie Korn wirken, das unter einem Dreschflegel in die Luft fliegt. Tanzende Felsen hier, den Tanz, was ja auch im Zusammenhang mit Heilig, Weihrauch,
Sacred auch eine Rolle spielen mag. Und dieser heilige Fluss meandriert nun oberflächlich labyrinthisch durch Wald und Tal, erreicht schließlich Höhlen und fällt nun wieder ab in die Tiefe zu einem leblosen Ozean. Und aus der Tiefe hört nun Kublai Khan an der Oberfläche die Stimmen von Vorfahren aus der Vergangenheit, die eben Krieg prophezeien. Das Seltsame ist nun eben, dass auf diesem Fluss das Spiegelbild des sonnigen Lustschlosses fließt, und zwar durch Höhlen aus Eis. Also ein unendlich großer Gegensatz, dieses sonnige, paradiesische Lustschloss, das durch diese Eishöhlen fließt. Und dann kommt ein Schnitt und ein Mädchen an einer Harfe singt ein Lied vom Berg Aboram, aus einer äthiopischen Maid. Im Englischen heißt es Abyssinien, aber also Abyssinien. Und man hat sich immer gefragt, was das für ein Berg Abora gewesen sein kann. Man hat gemeint, Coleridge spiele hier auf Miltons Paradise Lost an, auf den Berg Mara. Es gibt eine andere Deutung, die auch ganz plausibel klingt und mehr sprachlich ist, nämlich Abora, vom äußersten Rand. Und wenn wir dann nehmen, eben Alpha, Alf, dann Abora, vom äußersten Rand, und das englische Wort Abyssinia, das nach Abyss, Abgrund klingt, dann haben wir eben auch eine sprachlich-dichterische Assoziationskette, die zur Interpretation führt, nämlich, dass es ein Gedicht ist, in dem es um Kunst geht, um Literatur geht, um Lyrik geht. Denn diese abyssinische Maid singt nun ein Lied, ein wohlklingendes Lied, das Entzücken hervorruft. Und dass der Dichter, der Künstler gern wach geworden wiederbeleben möchte. Das, was er in der Vision gesehen hat, möchte er wiederbeleben, revive. Und er möchte dieses Bild von dem sonnigen Schloss, das Spiegelbild auf dem Fluss, was durch Eishöhlen fließt, nun in die Luft bauen, quasi eine als Fata Morgana, ein illusionistisches Schloss, eine Illusion in die Luft bauen, diese großen Gegensätze, dieses wunderbare Gebilde wiedergibt. Und dabei wirkt er so in einen Bereich enthoben, dass er selber magisch, göttlich, heilig wirkt und alle, die ihm zuhören, einen verzückten Sänger sehen mit flammenden Augen, also wieder hier die Sonne flammend feurig, und floating hair, fließend wie der Fluss, und die eben erschrecken vor diesem Genie, das fast heilig göttliche Züge, magische Züge annimmt, und die eben dann einen magischen Zirkel um ihn herum weben und beschwören, dass sie angesichts dieses Zaubers ihre Augen verschließen müssen. Wahrscheinlich vor Ehrfurcht, auch vor Angst vor dem Göttlichen, weil da vor ihnen ein Dichter steht, der von der Milch des Paradieses getrunken hat. Des Paradieses, was die Menschheit ja hinter sich gelassen hat, als es aus dem Paradies vertrieben worden ist. Ein wunderbares Gedicht, rätselhaft. Es hat viele Interpretationen dazu gegeben, Interpretationen, die auch sehr biografisch, sehr persönlich sind, eben was Coleridge angeht. Für mich ist es das Gedicht, das die zwei Seiten des genialen romantischen Künstlers
schildert, des männlichen Genies, des genialen Literaten, der Lustschlösser in die Luft bauen kann durch Sprache, des Schöpfers von Illusionen, der Schlösser in Sprache, in Poesie bauen kann. Und ein Genie, das von zwei Seiten hat in seiner Seele, die in diesem opiuminduzierten Traum für Coleridge deutlich geworden sind. Einmal angeregt von realer Schönheit, von einem realen Lustschloss in einem fernen Land, in das man sich hineinträumt. Und dann eben ganz wichtig dieser unterirdische Fluss, der immer wieder eruptiv nach oben dringt und sich mäandrierend in der Oberfläche bemerkbar läuft, nicht sichtbar zunächst von oben gesehen, so wie das Unbewusste dem Bewussten nicht auf den ersten Blick zugänglich ist, sich dann aber doch immer eruptiv bemerkbar macht, gerade auch beim genialen Künstler, denn ohne dieses Unbewusste, ohne diesen unbewussten Fluss, der in seinem Inneren brodelt und immer wieder hervordringt, kann er nicht kreativ sein. Und so verbindet sich in diesem Gegensatz von oberflächlich paradiesischem Lustschloss und dem unterirdisch fließenden Unbewussten, das in, ohne Sonne ist, in einem sonnenlosen Meer endet, in einem lifeless ocean, einem leblosen Ozean. In diesem Gegensatz verbindet sich nun die kreative Kraft des Künstlers. Eben oben ein Lustschloss, das umgeben ist von Mauern und Türmen, behütet, beschützt, indem es paradiesisch duftet, und unten dran, drunter eben ein bedrohlicher Fluss auch, aber auch ein heiliger Fluss, der immer wieder eruptiv nach oben dringt und einen Namen hat, wie es der erste Buchstabe des Alphabets ist. Und aus diesem Gegensatz muss eine Synthese entstehen, ein Spiegelbild dieses Schlosses im Unbewussten auf dem Fluss, ein Shadow of the Dome of Pleasure, der floated midway on the waves, also der Schatten dieses Lustschlosses, der auf den Wellen dahin fließt, a sunny pleasure dome with caves of ice, ein sonniges Lustschloss mit Eishöhlen. Und nun der zweite Teil, da geht es halt wirklich um Kunst. Ein sprechendes, lyrisches Ich sieht in einer Vision eine weibliche Muse, eine Abyssinian Maid, die auf einer Harfe spielt am Abgrund. Und auch hier wieder das ewig Weibliche, was auch für den Dichter so wichtig ist. Und diese Muse erzeugt bei ihm die Vorstellung eines künstlerischen Textes, Liedes, einer Musik, eines Songs, einer Umsetzung seiner Vision in Kunst, in Literatur. Und in der Hoffnung, ein Luftschloss zu bauen, eben ein Schloss in der Luft, eine Fata Morgana, wie ein Lied sich eben in die Luft verströmt, ins Nichts verströmt. Man hört es, es dringt an die Ohren und erzeugt Bilder vor dem geistigen Auge, die eben ohne Materie sind, die rein immaterielle Illusionen sind, Luftschlösser. Dieser Gegensatz von bewusst und unbewusst, diesem dunklen
eisigen Strom des Unbewussten, der eben aber auch heilig ist, der verkündet auch immer wieder der Oberfläche Krieg und kommt aus ganz ferner Vergangenheit, so wie eben auch das Unbewusste die Vergangenheit des Menschen in sich birgt. Also das Gedicht Kubla Khan, ein opiuminduziertes Traumgebilde, das beschreibt, wie ein Künstler, ein Seher ist, wie er ein und zwar der romantische Künstler, wie er sich versteht, der seine Werke gespeist sieht aus beidem, aus bewusst erlebter Schönheit und einem unbewussten Fluss, der immer wieder bedrohlich, aber auch heilig ihn durchdringt. Die Verschmelzung der Gegensätze von bewusst und unbewusst, die Spiegelbilder, die sich in der Seele des Künstlers bilden und dann eben in Kunst geformt werden müssen. Ja, das ist das wunderbare Gedicht von Samuel Taylor Coleridge, Kublai Khan.